Oh, das ist ein bisschen eng. Wir können... Warte mal, wir können uns die Brücke sparen, ich Idiot, ne? Wobei, nee, da ist ja jetzt der andere Container. Moment, ich habe eine Idee. Wir tauschen das. Wir tauschen einfach diese Container durch. Kriegen wir das noch hier ran? Uiuiui, gerade so. Okay, müssen wir nur andersrum bauen gleich. Läuft. Jo. Dann sparen wir uns. Ja, ich habe ihm was in den Weg gesetzt. Ach, scheiße, stimmt. Und, ja, fährst du runter oder nicht? Das ist nämlich das nächste Problem. Dem geht's aber noch gut. Also die sind schon ein bisschen robust, also die halten was aus, aber... Ja, jetzt sollte er den Weg wieder finden. Passt schon. Ja, Vorteil hin oder her, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich so ein Spiel spiele wie Satisfactory oder auch bei Factorio halt, dann spiele ich dieses Spiel, weil eben gerade diese Förderbänder in gewisser Weise im Schwerpunkt stehen. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Es gibt ja immer viele, die auch bei Factorio halt, keine Ahnung, ein Logistiksystem mit tausenden Robotern gebaut haben. Aber ich finde, gerade bei Factorio zum Beispiel sind einfach diese ganzen Förderbänder irgendwie so ein Aushängeschild von dem Spiel. Und ich glaube, das wird hier so ähnlich sein. Hier sind wir immer noch in... Ja gut, dann setzen wir die Brücke halt hier hin. Ja, komm. Weil wir sind hier immer noch in dem Wegbereich. Ups. Kommt der mittig an? Nee, kommt er nicht. Aber dann müsste der... Ich fange mal einfach hier an zur Sicherheit. Oder nee, wir brauchen ja nur einen eigentlich auf der Seite, oder? Ich hoffe, das ist weit genug weg von der Fahrstrecke. Ist er so schlau? Nee, ist er nicht. Dann müssten wir mal kurz... Ja, jetzt müssen wir so eine hässliche Kurve hier reinbauen, aber ist egal. So. Das bedeutet, wir hätten beide Rohstoffe für Stahlherstellung fast da. Eisen kommt gerade. Ich muss mir gleich nochmal angucken, wie der Typ hier fährt. Wahrscheinlich werden wir gleich keins der Fahrzeuge wiederfinden, weil die sich gegenseitig aus dem Leben getreten haben. Oder hier unten irgendwo rumgurken und dann in den Abgrund fallen. Was übrigens auch das Ziel dieses kleinen Experimentes ist. Ja. Ich wollte eigentlich da hoch. Naja, der fährt noch. Dann wird der andere wahrscheinlich auch irgendwo sein. Ach da, hinten, ja, genau. Ich bin gespannt, wie lange das gut geht. Wie gesagt, wir sitzen das so ein bisschen aus hier. Ich mache hier auch gerne mal so ein paar Experimente. Gar kein Problem. So, Kohle ist da. Eisen ist da. Gut, dann brauchen wir jetzt im Prinzip nur, in Anführungszeichen, diese komische Foundry. Die wollte ich gleich zweimal bauen, damit wir ein bisschen mehr haben. Yep, wie machen wir denn das jetzt am besten? Warte mal. Mir fehlt noch... Ach so. Stimmt, die Industrial Beams, richtig. Die habe ich ja gewastet, ne? Hier stehen bald überall irgendwelche Crafting Benches rum, ich sehe schon kommen. Ja, Bänder, kurze Wege, Fahrzeuge, lange Strecke. Ja, müssen wir sehen. Es sollen ja noch Züge kommen, habe ich gehört. Ich bin mal gespannt, wie die das umsetzen. Interessiert mich persönlich, ehrlich gesagt, viel mehr als diese komischen Trucks, die hier rumeiern. Ich meine, das ist ein nettes Feature mit den Trucks, aber... Ja. Gibt auch andere lustige Sachen. Also Züge würden mich ja wirklich reizen. Mal sehen. Warte mal, die brauchen noch die Dinger. Ach, habe ich für die Förderbänder gewastet, ne? Stimmt. So, jetzt. Ich hab's wieder geschafft. Warte mal. Ist das Spiel noch verbuggt genug? Ja.
dann lassen wir das so laufen. Das wäre auch eine Idee. Stromkosten für die Förderbänder. So ein kleiner Prozentanteil oder so. Keine Ahnung. Das könnte man machen, tatsächlich, ja. So, nächster Versuch. Foundry. Ich überlege gerade, wie wir das am besten bauen. Weil wir müssen ja jetzt ja so ein paar Kreuzungen einbauen. Dementsprechend setzen wir eine stumpf... Hä? Achso, genau. Moment mal, das ist ein bisschen dicht dran, oder? Obwohl, ja, könnte klappen. Achso, warte mal, die sind länger als ein Block, ne? Ich setze sie mal dahin. Und die zweite haben wir direkt daneben. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. So, Steel Ingot und Steel Ingot. Oh, mein Fehler. Jetzt, okay. Wir brauchen jetzt erstmal die Splitter, genau. Da ist der Input, genau. Die setzen wir mal relativ dicht an die Container ran. Am besten so weit, wie es irgendwie geht, keine Ahnung. Okay, nicht rein. Kann man die direkt anbauen? Moment mal. Geht das? Nee, hätte mich auch gewundert jetzt. Mit einer Mine ging es ja auch nicht. So, Splitter, genau. Huch. Gut, ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Eisen hier an. Geht einmal da rein. Und geht einmal da rein. Kohle. Geht einmal da rein. Halt. Geht von hier einmal da rein. Und geht da rein. Gut, jetzt müssen wir hier nochmal eben gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen nach oben biegen, das Ganze. Oh, falsch. Das funktioniert. Oh, geht noch. Okay. Ist die Frage, kommt er hier ran? Nee, kommt er nicht. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Ich meine, wir können das hier backweise auch da durchlegen, aber will ich nicht. Das sieht... Oh, das sieht kacke aus. Warte mal. Kommt er da dann rüber? Jep, kommt da. Jetzt machen wir folgendes, wir gehen einfach mal eben hier hin. Beziehungsweise, nee, wir gehen hier hin. Gehen da ran, so. Gibt auch andere Möglichkeiten, aber ich mache das jetzt erstmal so, oh, lag. Genau, Steel Ingot, da hatten wir es eingestellt, ne? Genau, jetzt brauchen die Kisten hier noch Strom, da hatten wir da vorne was vorbereitet, genau. Und zwar... Setzen wir mal hier noch eine Stromleitung hin. Genau, dann kann der Laden schon mal anfangen zu arbeiten. Was sagt das Ding? Ja, 200 haben wir geknackt. Ja, es hängt immer so ein bisschen ab von der Auslastung der Maschinen. So, das heißt, wir haben Stahl. Das heißt auch, ich will noch einen Container haben. Storage Container. Den setzen wir hier so hin. Dann brauchen wir jetzt ausnahmsweise mal tatsächlich einen Conveyor Merger. Der mit dem grünen Pfeil in diese Richtung da vorne zeigt. Huch, hä? Achso, jetzt.
und sich von hier den Stahl snackt und sich von hier den Stahl snackt. Und wenn die Maschinen leer sind, sollte das aufgehen. Ne? 30 pro Minute, dann haben wir 60 pro Minute. Ja, sollte noch passen. Also momentan ist er natürlich ein bisschen verstopft, aber sobald die Maschinen wieder im Normalbetrieb laufen, sollte das gehen. Ja, klar. Jo, und dann haben wir hier unsere Stahlproduktion. Natürlich noch keine Endprodukte in keinster Weise. Aber man kann nicht alles haben. Was übrigens auch noch ein cooles Feature wäre, weil ich es gerade sehe. Wenn man die Position der In- und Outputs der Anlagen festlegen könnte. Aber ich denke, das wird nicht möglich sein aufgrund der Animation und der ganzen Geschichten und der Grafik selber. Da müssen wir mit leben. Ist egal. Das ist so Kleinigkeiten sind das halt. Nächste Frage. Kommt hier genug an? Nee. Hier schon. Ja, vielleicht doch. Oh, ich habe eine Idee. Warte mal. Auch wenn das MK3 vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Achso, wir brauchen mehr von dem Zeug. Ja, warte mal. Haben wir nicht noch? Warte mal. Ja, pass auf, dann nehmen wir MK2. Das reicht dicker aus. Zumindest vom Container bis zum Splitter. Und vor dem Container noch. Genau, damit erhöhen wir hier die Masse an Eisen und Kohle auf den Bändern. Und dementsprechend sollte auf jeden Fall genügend ankommen. Das müssen wir jetzt natürlich auch nochmal eben hier genauso machen. Und eigentlich auch hier, ne? Oh. Ich wollte nicht so viele MK2 bauen. Aber jetzt machen wir das, komm, ist egal. Das hier ist ja sowieso nicht final. Also das kommt wahrscheinlich alles nochmal irgendwann weg. So blöd wie es klingt. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Geschichte, die würde ich sogar ohne Stream, ohne Aufnahme machen. Mal gucken. Das war's. Okay, dann holen wir nochmal Reinforced Iron Plates. Sollten ja genügend da sein inzwischen. Aber das ist für uns selber auf jeden Fall schon mal ein Meilenstein, dass wir hier so eine kleine Stahlproduktion jetzt haben. Das ist echt gut. Und da können wir auf jeden Fall drauf aufbauen. Dieses Kraftwerk da im Hintergrund ist irgendwie geil. Auch wenn es noch nicht fertig ist vom Dach her, aber irgendwie cool. Achso, der ist gar nicht dabei, aber der hier. Zack. Hier schon das Schnelle, ne? Ja, okay. Dann haben wir es ja jetzt, glaube ich. Jetzt sind wir hier. Okay, der Typ produziert gar nicht genug. Gar kein Problem. Wir gönnen uns nochmal eben eine Schnecke. Oder alternativ bauen wir da einfach einen MK2 drauf. Weil, ich hätte ja gesagt, ich wollte nicht so viel mit Schnecken arbeiten eigentlich. Wir haben das jetzt schon relativ häufig gemacht. Aber lass es dann sein. Den Portable Miner kriegen wir zurück. Dann brauchen wir nur den Stahlkram. Genau. Steelpipe, das kriegen wir schnell hin. Und hier brauchen wir, ach so, genau. Nein, egal. Verdammt. Ui, wie passend. Kann man die Dinger eigentlich auch instant upgraden? Also wenn ich jetzt einfach sage, ich will das Ding oben drüber bauen? Nee, geht nicht. Innen drin eine Upgrade-Funktion gibt es auch nicht. Okay, muss man ja mal testen. Kein Problem. Ein Stück machen wir kurz weg. So, meiner MK2. Zack. Achso, Strom wäre nicht schlecht, ne?
Na komm. Genau, jetzt sehen wir schon, ne? MK2-Förderband. Ziemlich dicht an dicht, das Ganze hier. So muss das sein. Sehr schön. Oh. Aber cool. Ja, also die Sache mit den Fahrzeugen werden wir hier an der Stelle unter Garantie noch ändern. Beziehungsweise die Fahrzeuge canceln, falls sie das nicht irgendwann selber von sich aus machen. Wenn sie das nicht schon getan haben. Hm. Ich sehe das schon kommen. Ah, nee, da hinten fährt einer. Die fahren irgendwann hier unten verwirrt rum oder so. Keine Ahnung. Oder fahren sich irgendwie unter dem Dings... Warte mal, einer fehlt da doch, oder? Ah, nee, der steht da unten auch noch. Ja, okay. Lassen wir so laufen. Wir checken nochmal eben das Kraftwerk, denn wir werden gleich so langsam mal Richtung Ende kommen. Wir haben jetzt über... Ah, wir haben schon 5 Stunden voll, tatsächlich. Ja, das ist auf jeden Fall wieder ganz gut so, denke ich. Aber ich wollte nochmal gucken, was hier unsere Zwischencontainer machen. Ich meine, der Stromverbrauch ist ja so ein bisschen angestiegen. Dementsprechend ist ja wahrscheinlich, wir wissen es ja noch nicht, auch der Kohleverbrauch etwas angestiegen. Ich habe keine Ahnung. Und wir haben halt einen zweiten Kohleabnehmer. Hat sich nicht viel getan, glaube ich, oder? Die waren erst auch in dem Niveau. Ja. Und das macht die Sache jetzt mit den Fahrzeugen halt kompliziert, weil wir nicht wissen, welcher von diesen beiden Trucks bringt wie viel Kohle wohin. Das ist nämlich genau der Knackpunkt, der mir an diesen Fahrzeugen einfach nicht gefällt. Und Magnerias hat es eben schon geschrieben, ja, genau dasselbe im Prinzip. Das ist leider so. Dementsprechend werden wir die Bänder, also die Fahrzeuge nachher oder demnächst irgendwann durch ganz normale Bänder ersetzen. Vermutlich gleich MK3. Dann könnten wir den Kohleförderer noch ein bisschen pimpen. Und dann passt das, glaube ich. Aber ansonsten, ich bin mit unserem Fortschritt definitiv zufrieden. Also wir haben heute richtig viel geschafft. Wir haben dieses ganze Kraftwerk einfach mal in Betrieb genommen mit 16 Generatoren. Was sagt denn hier eigentlich die Effizienz? Ja, geht so langsam. Übrigens, die Zeit hier ist immer dieselbe. Also ich denke mal, dass die Kohle immer gleichmäßig verbraucht wird. Und dass der Verbrauch der Kohle dementsprechend nicht steigt. Aber ich, keine Ahnung, ich bin mir echt nicht sicher, ich weiß es nicht. Der hier ist voll. Das ist toll. Ja, ansonsten haben wir relativ viel Kram geschafft. Also wir haben viele Meilensteine rausgehauen. Ja moin. Der Typ geht ja komplett ab, ey. Zu geil. Wir haben eine Stahlproduktion, wir haben hinten die Frames, wir haben die anderen Geschichten, die ich noch hatte. Genau, die Rotoren. Also wir kommen hier ganz gut voran. Die Motorproduktion machen wir heute nicht mehr. Die werden wir wahrscheinlich dann nächstes Wochenende im Stream machen. Aber trotzdem, das ist nicht verkehrt, was wir hier tun. Glaube ich zumindest. Also, wie gesagt, aus meinem Gefühl heraus würde ich sagen, wir kommen gut voran. Geht bestimmt schneller, aber hey. Es hält sich halt nicht jeder damit auf, hier so weit hinzubauen. Wobei, wenn wir zugeben, das hat gar nicht so lange gedauert, das Ding. Außerdem, naja, es ist nicht fertig, weil mich das mit der Hitbox, mit den Reaktoren oder Generatoren immer noch so ein bisschen nervt. Und dann brauchen wir ein neues Dachdesign. Kriegen wir schon hin. Ansonsten, wir haben Tier 3, Tier 4, die ganzen Meilensteine, die jetzt momentan verfügbar sind, haben wir durchgeknattert. Das läuft. Der nächste Schritt wäre dann jetzt im Prinzip die ganzen Krempel hier in diesen ollen Space Elevator reinzuschmeißen. Und vielleicht können wir ja mal gucken, ob wir das heute noch machen. Und das wäre dann so unsere Abschlussaktion. Machen wir das mal. Steigt nicht, kannst du mir in den Produktionsgebäuden umrechnen. Okay, das ist gut. Also quasi wie ein Nuklearreaktor bei Factorio. Brennt immer gleichmäßig schnell. Check. Das sind 500 Frames.
Und 150 Motoren. Nee, machen wir heute nicht mehr. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Daher, oder dafür werden wir vorher die Motorproduktion automatisieren, weil sonst, das ist mir zu doof. Gut. Aber wie wir gerade hier von diesem Blickpunkt aus sehen, es nimmt so langsam alles irgendwie in irgendeiner Weise Form an. Aber ich habe das ja eben schon mal gesagt, wir haben hier gerade da vorne auf dieser fetten Plattform da hinten, das ist alles ein lebendes Provisorium, könnte man sagen. Denn die Produktionsstrecken, die wir da gebaut haben, die sind alles andere als in irgendeiner Weise effektiv. Und ich habe schon so eine kleine Idee, wie ich das später vielleicht machen möchte. Wir werden verschiedene Produktionsgebäude bauen. Ich habe ja im Prinzip auch schon damit angefangen. Wir haben hier zum Beispiel ein Produktionsgebäude, was wirklich nur und ausschließlich diese Eisenbarren herstellt. Genauso sollte das irgendwann mit den Schrauben sein oder mit den Platten oder. Also ich will keinen Mischmasch mehr haben. Und eventuell sollte man darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht doch sowas baut wie einen Mainbus. Wo wir mit Splittern vorbeigehen. Und dann, jetzt mal angenommen, ich nenne mal ein Beispiel, pass auf. Logistik. Nehmen wir mal das hier. Wenn ich zum Beispiel auf dem Mainbus ein Conveyor Belt habe, MK2, dann weiß ich ganz genau, jo, ich kann auf diesem Mainbus 120 Items pro Sekunde, pro Minute befördern. Das heißt, wenn ich jetzt einen Splitter anschließe, kann ich sagen, okay, ich kann maximal zwei von denen hier anschließen. Und dann weiß ich immer ganz genau, jo, mehr kann ich nicht. Und das macht die ganze Berechnung von dem Verbrauch und dem Bedarf, den wir so haben, macht das Ganze, glaube ich, ein bisschen leichter. Natürlich ist der Aufbau relativ aufwendig, gerade was so Ressourcen angeht. Und ja, die Förderbänder halt selber, ist ja klar. Aber das macht den ganzen Kram von der Berechnung auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Natürlich hauen diese exakten Berechnungen immer nur hin, wenn ich wirklich von allen Rohstoffen genau das oder mehr liefere, was die Dinger auch brauchen. Aber so kann ich mir auf jeden Fall sagen, okay, wenn ich jetzt 3, 4 Produktionsanlagen habe, die alle diese 60 Items pro Minute fressen, dann weiß ich schon mal ganz genau, ja, kacke, das klappt mit meinem Mainbus gar nicht. Und hier, so wie wir das gebaut haben, können wir das zwar noch einzeln an den Maschinen festmachen, das ist klar. Aber ich würde das später gerne anders machen. Es gibt bisher, glaube ich, eine Sache, die so stehen bleiben kann. Das ist halt das Eisending und die Kupferschmelze da hinten. Und das Betonding, das sind so die ersten Sachen, die stehen bleiben können. Und die man noch ein bisschen verschönern müsste, also von der Bautechnik her. Und hier oben dieser Part, das ist wirklich echt so eine Starterbasis, die uns erstmal quick and dirty alle benötigten Rohstoffe erstmal herstellt. Und das hier, das müssen wir irgendwann in den Griff kriegen. Ja, das sind so die ersten Zukunftsaussichten. Wie gesagt, wir machen dann gleich Schicht im Schacht hier mit Satisfactory. Jetzt ist über 5 Stunden wieder durch, ey. Krass. Ja, und was wir beim nächsten Mal machen, weiß ich noch nicht so genau, denn wir werden vermutlich, sofern der Patch natürlich im Laufe der nächsten Woche kommt, was ja auch in der Roadmap steht, aber es ist halt Early Access, man weiß nicht genau, kommt er jetzt wirklich oder verschiebt sich das vielleicht eine Woche, kann ja auch sein, wissen wir nicht. Wir lassen uns überraschen. Und ja, wenn der Patch da ist, durchleuchten wir das Ding mal kurz, so anhand der entsprechenden Patch Notes. Und gucken dann mal, wie wir weitermachen. Also vermutlich werden wir natürlich diese Motorgeschichte noch automatisieren. Eventuell machen wir dann noch eine Erkundungstour, weil wenn der Patch gekommen ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Würde sich auch jetzt noch lohnen, klar, aber dann lohnt es sich richtig. Wir werden höchstwahrscheinlich wieder forschen können. Also nicht nur Supercomputer, sondern auch andere Dinge. Ja, und dann wird nächstes Mal halt eins der festen Ziele sein, dass wir den Kollegen ja, auf Tier 5 und 6 bringen. Was relativ simpel ist mit der derzeitigen Situation, die wir haben. Und ja, das ist es für heute. Wir haben wirklich viel geschafft und es macht saumäßig viel Laune, hier noch weiterzumachen. Nur ich merke so langsam, das ist genauso wie bei Factorio, dass irgendwann dann die Konzentration doch nachlässt. Ich meine, so an sich zocken kann man das Spiel wahrscheinlich zig Stunden lang am Tag. Aber wenn man nebenbei dann noch aufnimmt und noch reden muss und im Chat gucken muss, dann ist das von der Konzentration her doch ein wenig fordernd. Aber das ist in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle Schicht im Schacht mit dem Live-Let's Play von heute und machen nächstes Wochenende am Freitag höchstwahrscheinlich weiter. Gut, dann in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.